Und da sind wir wieder. Nachtzug nach Hamburg, 363. Ausgabe hier vom Balkon in Berlin-Treptow ist das, glaube ich. Gar nicht weit von der Spree, in Sichtweite des Allianz-Gebäudes, des Allianz-Hochhauses. Das ist von hier so 200 Meter Luftlinie entfernt. Wieder zurück. Irgendwann ist auch der schönste Urlaub vorbei. Schweden und Frankreich sind Geschichte. Sonntagabend, morgen früh geht's direkt wieder los. Und nachdem wir hier gelandet sind, wir sind mit EasyJet geflogen, habe ich gedacht, lustige Geschichte. Bei EasyJet, da werden neuerdings die Fluggäste zur Mithilfe herangezogen. Und zwar laufen die ja so durch die Reihen und haben da so eine Tüte dabei, die große Abfalltüte, während ja bei anderen Firmen wie zum Beispiel Lufthansa so ein Trolley durchgeschoben wird, sammeln die den Müll mit der Tüte ein und es waren sehr viele Kinder an Bord. Da hat die Stewardess aus der Not eine Tugend gemacht, die Kinder waren alle ein bisschen quengelig und hat die einfach animiert, mit ihr gemeinsam diese Mülltüte durchs Flugzeug zu tragen, zweimal vor und zurück. Und das finde ich eine ziemlich gute Idee und ein Beispiel vielleicht für die Zukunft. Denn ich saß am Notausgang und habe vor Beginn des Fluges die Notausgangtür erklärt bekommen. Ist euch das schon mal passiert? Also man sitzt ja ab und zu mal da am Notausgang. Normalerweise kriegt man da nie was erklärt. Und heute kam der Steward vor, während wir schon auf dem Taxiway, also zum Take-off waren, kam der vorbei und erklärte in allen Reihen, wo Leute am Notausgang saßen, wie diese Tür im Notfall zu öffnen ist. Natürlich hat er dazu gesagt, klar, erst auf Signal durch die Stewards oder Stewardessen. Aber ganz interessant, wir haben schon gedacht, oh, haben die wohl irgendwo einen Schaden am Flugzeug, dass die sich solche Gedanken machen und uns das so in aller Detailgenauigkeit erklären, wie sie da die Tür zu öffnen haben oder wie wir das zu tun hätten. Und die Entwicklung geht wahrscheinlich dahin, dass die Passagiere demnächst alles selber machen. Ja, die Kinder, die räumen den Müll weg und die in der ersten Reihe sitzen, die werden wahrscheinlich in Zukunft das Essen austeilen. Man kann es ja immer weiter optimieren, weil es muss ja billig werden, immer billiger. Und zum Teil hängt es einem dann schon zum Hals raus, wie wenig Service da geboten wird, sodass man sich sagt, Leute, ich würde lieber 50 Euro mehr für den Flug bezahlen und werde nicht wie ein Tier am Gate da langgeleitet und nirgendwo gibt es Sitzmöglichkeiten. Also das finde ich, so langsam hat es die Untergrenze erreicht, was man dann noch nettes Reisen nennen kann. Ja, es ist nur noch wie eine Art Viehtransport. Also speziell bei EasyJet ist uns das aufgefallen, dass das schon sehr an der Unterkante des Limits ist. Tiefer dürfte es nicht gehen, weil sonst fliege ich nicht mehr mit denen. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, dass wirklich auf Teufel komm raus der Service runtergedrückt wird, dass es immer noch billiger ist und seid ihr vielleicht auch der Meinung, dass es lieber ein bisschen teurer sein sollte und dann ein bisschen mehr Service? Dann schreibt mir eure Meinung an nachtzug@email.de oder macht den Kommentar auf die Homepage www.nachtzugnachhamburg.de. Es gibt übrigens in französischen Supermärkten eine sehr lustige Sache, nämlich ein Frühstück zum Mitnehmen. Nein, nicht eine Milchschnitte. Die wird ja auch gerne mal als Frühstück deklariert. Dabei ist das aus meiner Sicht nur eine Süßigkeit und für Kinder völlig ungeeignet als Pausenbrotersatz. Nein, ich rede von einem echten Frühstück, eine Pappverpackung. Und in dieser Pappverpackung befindet sich ein Sandwich, befindet sich eine kleine Flasche Mineralwasser und ein aufgeschnittener Apfel. So richtig schön in mundgerechte Stücke geschnitten, in einer Folientüte eingeschweißt, sodass man ein komplettes kleines Frühstück bei sich hat. Und weil ich sowas bei uns noch nicht gesehen habe, habe ich es für euch fotografiert und werde es gleich auf die Homepage stellen, wenn meine Digitalkamera sich noch so ein bisschen Mitarbeit bewegen lässt mit dem restlichen Akku, mit der restlichen Akkukapazität, die noch drin ist, werde ich dieses Bild auf die Homepage www.nachtzugnachhamburg.de setzen. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Also ein komplettes Frühstück in der Pappbox. Und ihr könnt mir natürlich auch schreiben, ob ihr diese Idee gut findet oder ob ihr vielleicht sagt, nee, das ist doch schon eine ganze Menge Müll, die damit erzeugt wird, sollte man nicht unbedingt haben. Das war's für heute. Zurück in Deutschland danke ich euch fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten, sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Dann aus Thüringen, euer Reiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.